HSC-Profis ran, bevor es in die wohlverdiente Winterpause geht. Zum Abschluss eines richtig erfolgreichen Jahres geht es morgen um 15.30 Uhr im Wildparkstadion gegen den Tabellendritten Hamburger SV. Viel Spaß beim RTV-Sport wünscht Ihnen die NBW, Energie Baden-Württemberg. Die letzte Pressekonferenz des Jahres. Zum letzten Mal muss sich Trainer Becker Gedanken über die Startformation machen. Zum letzten Mal muss er in die Mikrofone der Journalisten die Marschroute für das Spiel gegen den HSV vorgeben. Eine Leistung wie beim 2:1 Heimsieg gegen Berlin und der Jahresabschluss wäre perfekt. Richtig, ich glaube, da haben wir über weite Strecken ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Allerdings sollten wir vermeiden, gegen Hamburg in Rückstand zu geraten, weil dann wird es sehr schwer, weil Hamburg sehr gut verteidigen kann. Optimal wäre es natürlich, wenn wir in Führung gehen, ja, dass Hamburg eben diese gute Defensivabteilung, die sie haben, dass sie die lockern müssen, dass sie aufmachen müssen, dass sie angreifen müssen und dass wir dann eventuell Chancen haben, auch nochmalig zu kontern oder vielleicht sogar ein zweites Tor nachzulegen. Noch einmal einen Dreier einfahren und der KSC würde mit 30 Punkten im vorderen Tabellendrittel überwintern. Wer hätte das vor der Saison gedacht? Personell muss Trainer Becker weiter auf die langzeitverletzten Miller und Reinhardt verzichten. Auch für Bradley Canell kommt das Spiel gegen den HSV zu früh. Dafür kehrt der wiedergenesene Christian Eichner zurück in die Startformation. Christian Eichner wird dem Stefan Buck seine Position wieder einnehmen. Ja, Stefan hat gut gespielt gegen Bochum, aber der Christian hat eine sehr gute Vorrunde gespielt, ja, sehr gute Leistungen auf dieser Position gebracht und deshalb werden wir da keine Änderung vornehmen. Noch einmal Vollgas geben, dann dürfen sich die Spieler auf die Winterpause freuen. Trainingsauftakt ist am 3. Januar. Am 5.1. treten die Blau-Weißen wieder beim Hader 13 Cup in der Mannheimer SAP Arena an, bevor der KSC vom 11. bis 19. Januar seine Zelte im türkischen Belek aufschlägt. Rückrundenstart ist dann am 2. Februar. Mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg geht dann die blau-weiße Erfolgsgeschichte hoffentlich weiter.